Zapzarab, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon wieder einen Pflegefall hier unten im Keller. Das gute Ding hat ein Problem. Was für ein Problem hat es? Wenn man auf Start drückt, dreht sich die Trommel nicht, das Ding brummt, dann gehe ich schon davon aus, dass der Anlaufkondensator kaputt ist. Muss aber nicht unbedingt sein, wenn der einfach dreht, man hat das Gefühl, der Motor dreht sich alles, aber die Trommel dreht sich nicht, dann ist wahrscheinlich der Keilriemen gerissen. Um das Ganze zu überprüfen, ist relativ einfach. Dafür machen wir einmal die Tür auf, greifen mit der Hand hier rein und drehen an der Trommel hin und her. Man merkt, hier haben wir einen Widerstand, die Trommel lässt sich nicht so ganz leicht drehen. Das bedeutet, der Keilriemen ist dran. Würde die Trommel sich ganz, ganz leicht drehen lassen, dann bedeutet es, dass der Riemen abgerissen ist oder von der Spannrolle runtergerutscht, kann viele Ursachen haben. So, aber in diesem Fall haben wir Widerstand, alles. Jetzt machen wir das Ganze einmal mal an, um zu gucken, wie sich das Ganze anhört, wenn der Anlaufkondensator defekt ist. Das werden wir gleich aus mehreren Richtungen halt sich ein bisschen anhören. Ich muss jetzt ein bisschen leise sein, damit ihr das hört, wie sich das anhört, sobald der Anlaufkondensator defekt ist. Wir haben jetzt kurz gehört, zwischendurch ist die Wasserpumpe kurz mal angesprungen, aber man hört dieses Brummen. Es tut sich nichts wie gewohnt, normalerweise ist es laut und brrr. Hier in diesem Fall brummt es einfach nur, das kommt aus dem Bereich hier unten. Wir hören uns das Ganze noch einmal an. So, und das ist ein Zeichen für einen defekten Anlaufkondensator. Um an diesen Anlaufkondensator ranzukommen, ist natürlich nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel bei der Maschine. Die Maschine kann man hier die Seiten abmachen, dann kommen wir ganz easy und leicht an den Anlaufkondensator dran. Hier ist es ganz anders da. Hier besteht die Wand, Rückwand aus einem Stück. Das bedeutet, wir kommen nicht von der Seite ran, wir kommen nicht von hinten ran, wir kommen nicht von oben ran. Wir kommen nur noch von hier vorne. Um von hier vorne daran zu kommen, müssen wir komplett die ganze Maschine auseinandernehmen. Das werden wir jetzt so ein bisschen Stück für Stück mal machen, um das zu sehen, wo sich das Ganze hier befindet. Sehr wichtig dabei ist, Stecker ziehen, dann einfach mal ein Programm wählen und alle Knöpfe betätigen, damit sich das Ganze entladen hat. Sobald wir das Ganze geöffnet haben, können wir nochmal separat mit einem Schraubenzieher den Kondensator entladen, um auf Nummer sicher zu gehen. Oder einfach mit einem Multimeter dran zu gehen, um zu gucken, ob da eine Spannung drauf ist. So, jetzt habe ich den Deckel einmal abgemacht und jetzt hören wir uns das Ganze mal an, wenn der Deckel ab ist, um das Ganze so ein bisschen besser zu hören zu können. So, wir merken, es tut sich nichts. Der Motor versucht zu drehen, schafft es aber nicht. Wenn wir jetzt einen kleinen Anstupser geben, müsste die Maschine laufen. So, aber selbst da hat die absolut keine Kraft mehr, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Wir schubsen das Ganze mal ein bisschen schneller an. So, und da geht es schon los. Die Maschine hat wirklich Mühe, das Ganze hier am Betrieb zu laufen. Also da ist definitiv der Anlaufkondensator wirklich im Eimer. Manchmal ist er zwar defekt, aber schafft noch die Trommel alleine zu bewegen. Hier in diesem Fall schafft er es noch nicht mal, eine leere Trommel zu bewegen. Bei einigen, wenn man merkt, das Ding ist voll beladen und es wird einfach nicht, der schafft es nicht. Mit weniger Gewicht schafft er es, aber so, der schafft noch nicht mal die eigene Trommel hier zu drehen. Wir machen mal das Ganze einmal aus. Weil zwischendurch muss er auch mal die Richtung ändern und sobald er einmal stehen bleibt, ist Feierabend. Dann kann er nicht mehr weiter drehen. Wir versuchen das Ganze noch einmal. Starten. So, da haben wir es schon wieder. Er versucht, schafft es aber nicht. Da hat er ganz schön zu kämpfen. So, da geht es ja wieder. Also mit Hilfe funktioniert es, aber das ist nicht die Lösung. Das bedeutet, wir müssen den ganzen Anlaufkondensator ausbauen. So, wenn wir jetzt an den Anlaufkondensator wollen, müssen wir das Ganze natürlich jetzt weiter auseinanderbauen. Als erstes fangen wir mit der Tür an. Wir bauen die Tür ab. Dann ziehen wir hier dieses Dichtungsgummi einmal ab. Das kann man dann da reinwerfen. Kann sich da drin aufhalten. Das Ganze hier einmal raus. Wenn die Tür ab ist, fangen wir natürlich mit der Blende hier an. Dann machen wir die Blende einmal ab, die ist mit zwei Schrauben hier befestigt. Dann machen wir einmal hinten
das Blech hier von vorne ab, weil die Trommel ist dann noch einmal hier mit 5 Schrauben befestigt. So, erst die Tür, dann die Blende, dann hinten das Blech und dann geht's weiter. Wenn wir das Ganze abgemacht haben, hier unten befinden sich noch ein paar Schräubchen, dann fangen wir an, hier vorne die Schrauben dann so Stück für Stück zu lösen. Denn von hier unten müssen auch noch 2 Schrauben sein, da lösen wir die 2 Schrauben. Und dann kann man das Ganze so ein bisschen entgegenziehen. Werden wir gleich alles machen. So, die Tür ist ab, die Blende ist ab, die kann man auf die Seite tun. Da muss man nicht unbedingt die ganzen Kabel hier abmachen, kann ruhig so bleiben. Wenn hier dann die Schrauben alle gelöst sind, unten die 2 Schrauben, dann kann man das Ganze hier einfach mal auf die Seite schieben. Man kann die 2 Kabel da eigentlich von dem Türschloss trennen, die braucht man nicht unbedingt, dann hat man seine Ruhe, dann steht das Ganze hier nicht im Wege und dann sehen wir schon hier das Weitere. Dann ist nur noch die Trommelaufhängung hier mit 4 solchen Schrauben befestigt, 2 oben, 2 unten. Dann lösen wir einmal hier diesen NTC-Sensor rausziehen, einfach auch merken, wo welches Kabel wohin gehört und welche Schraube. Am besten fotografieren, dokumentieren, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann wisst ihr, welche Schraube wohin kommt, damit da nichts mehr verwechselt wird und nichts kaputt gehen kann. Bevor wir das Ganze hier uns lösen, machen wir natürlich auch einmal den Wasserschlauch hier raus. Der ist ein bisschen knifflig, am besten dann von unten mit einer Hand, ist ein bisschen schwer, aber der muss auch gelöst werden, zur Seite geschoben. So, wenn alle Schrauben gelöst sind, am besten den Fuß hier einmal reintun, festhalten und mit der Hand anheben. Wenn wir das Ganze hier so anheben, können wir mit der anderen Hand das Unterteil dann hier so vorsichtig raushebeln. Da müsst ihr sehr vorsichtig sein, dass die Stifte hier nicht kaputt gehen, sonst ist das Ganze für die Katze. So, wenn wir einmal die Aufhängung draußen haben, dann ist der Rest ganz leicht. Dann müssen wir die Trommel einfach mal so Stück für Stück rausdrehen, nachdem wir die hinten die 5 Schrauben gelöst haben. Sonst kommt da gar nichts entgegen. Erst die Schrauben lösen, dann die Trommel Stück für Stück rausziehen, dabei drehen und versuchen, den Keilriemen nach hinten wegzudrücken. So, die Trommel ist einmal draußen. Von außen sah die Maschine wirklich schön sauber und gut aus. Aber wenn wir jetzt hier innen drin uns mal einen Blick verschaffen, sieht es nicht mehr so schön aus. Es ist überall verstaubt, verdreckt. Das Ganze mit einem Staubsauger einfach mal absaugen. Und das Gummi hier wird öfters mal vergessen. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Das kann man hier einmal abmachen. Und ich habe schon sehr oft vergessen, das Gummi dran zu machen. Und dann fällt es irgendwann auf. Muss man das Ganze wieder auseinanderbauen, um nur das Gummi dran zu machen. So, und das ist schon hier eine ordentliche Menge. Daraus kann ich mir locker einen Pulli nähen oder stricken für den nächsten Weihnachten. So, dann haben wir den Anlaufkondensator. Der befindet sich hier, da zwischen die Kontakte nochmal mit dem Schraubenzieher dran gehen, um zu entladen. Aber das sieht schon mal echt gut aus. Da diese Anlaufkondensatoren sehr gerne kaputt gehen, der ist natürlich hier in Richtung Trommel gesetzt. Der ist ein bisschen weiter weg von der Trommel, der kriegt nicht so viel ab, aber der hier ist schon echt nah an der Trommel. Das ist zu nah meiner Meinung nach. Das Ganze, um wirklich, falls das Ding noch einmal kaputt gehen sollte, sollte man sich einfach die Kabel einmal verlängern und nach da unten verfrachten. Denn da unten ist eine Öffnung, man könnte das Ganze da befestigen und dann später, sollte sowas passieren, kann man den Trockner auf die Seite legen. Kann man sich den Anlaufkondensator abmachen, einen neuen dran machen, fertig. Hat sich das Ganze erledigt. Man muss nicht hier dann den ganzen Trockner auseinandernehmen. Aber das werden wir, denke ich, mal morgen machen. Heute schaffen wir das nicht mehr. Wir haben jetzt die ganze Maschine auseinandergenommen. Allein die Aufräumarbeiten hier drin werden jetzt auch bestimmt 10, 20 Minuten dauern. Ich sag erstmal ciao Kakao und bis zum nächsten Mal.